Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Freitag, dem 6. September 2024. Ja, ein durchaus volatiler Handelstag neigt sich so langsam dem Ende zu, während ich dieses Video für Sie produziere. Und ja, zunächst einmal war es so, dass sich der deutsche Aktienindex wieder einmal mit der Abwärtstrendlinie auseinandersetzte, diese auch als Unterstützung zunächst einmal verteidigt werden konnte. Dann ging es nochmal nach oben, aber dann im weiteren Tagesverlauf kippte die Stimmung eben an der amerikanischen Wall Street und damit auch beim deutschen Aktienindex und damit erfolgte letztendlich dann auch der Rückfall. Und zwar in den Abwärtstrend. Das bevorzugte Kursszenario kommt somit mehr und mehr zum Tragen. Und hier und heute möchte ich ein wenig nochmal kurz anreißen, was denn jetzt das nächste mögliche Kursziel sein könnte. Denn ein sogenanntes Verlaufshoch mit Kombination eines Fehlausbruches wurde definitiv hinterlassen und setzt eben jetzt die Möglichkeiten einer 50-prozentigen Kurskorrektur hier in Gange, sprich Ziel könnte dann in der Tat die Marke von ca. 18.000 Punkten zunächst einmal sein. Dann der Blick auf die Aktie des Tages und hierbei ein Blick auf den Sportartikelhersteller Adidas. Ja, rückblickend sehen wir auch, das Thema Charttechnik zeigt sich über viele Monate schon hinweg sehr gut bei der Adidas-Aktie, denn immer wieder prallte das Papier an diesem Kurs Widerstand letztendlich nach unten ab. Jetzt mit einem Trendbruch und auch hier mal mit Blick eben etwas auf die übergeordnete Situation könnte vielleicht tatsächlich hier die mögliche Situation nun resultieren, dass die Adidas-Aktie wieder versucht in Richtung der 200-Tage-Linie in den kommenden Wochen natürlich erst, aber das wäre eben ein mögliches Ziel. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende und bis kommenden Montag mit einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX.